Ja, hallo zusammen. Der Marc hat mich darum gebeten, noch mal eins meiner Decks vorzustellen. Und ich möchte euch heute mein Lieblingsdeck vorstellen. Das ist Goblins. Ich fange mit den Ländern an. Und da fange ich jetzt erstmal mit den Fettsteinern an. Wir spielen zwei Rodent Foothills. Dann spielen wir vier Bloodstained Mire. Also sechs Fetchländer, um auf eine Rotquelle zu fetchen. Dann spielen wir dreimal das schwarz-rote Duel. Also drei Badlands. Das ist ja deutsch. Aber Schwarzrand. Dann drei normale Mountain. Und weil wir außer der Ätherfiole ausschließlich Kreaturen spielen, spielen wir noch vier Cavern of Souls. Einfach um unsere Kreaturen uncounterbar zu machen. Unblockbar, das wäre schön. Dann spiele ich eine Voldrath Stronghold. Die macht jetzt erstmal nur farbloses Mana, aber kann uns jederzeit eine unserer Kreaturen zurück oben auf unser Deck legen vom Friedhof. Dann spielen wir noch ein wenig Mana Denial. Da spiele ich drei Richard und Port. Und dann spiele ich noch vier Wastelands. So, kommen wir zu den Kreaturen. Dann kommen wir zu den Nicht-Kreaturen-Sprüchen. Und da haben wir einfach nur vier Ätherfiolen, wahrscheinlich eine der unfairsten Karten, die ich kenne. Bringt also uns jederzeit die Möglichkeit, einfach kostenlos eine Kreatur zu spielen und zu jeder Zeit. Dann kommen wir zu den Kreaturen. Erst zu denen mit einem Mana, da haben wir vier Goblin-Lakaien. Ein rotes Mana, 1-1. Immer wenn der Goblin-Lakai einem Spieler Kampfschaden zufügt, darf ich einen Goblin vor meiner Hand ins Spiel bringen. Ist ganz interessant, zum Beispiel mit Raktor-Scham, wenn er mir selber einen Schaden schießt, dürfte ich den auch den Trigger nutzen. Das ist der Unterschied zum Instigator. Der Instigator sagt einem Gegner. Dann spiele ich zwei Skirk Prospector, ein rotes Mana, 1-1. Ich kann einen Goblin opfern, um ein rotes Mana zu generieren. Der hat noch ein paar gute Interaktionen, die zeige ich aber später. Dann im 2-Mana-Slot spiele ich drei Munitionsexperten. Der hat Flash, kostet ein schwarzes, ein rotes. 1-1, wenn er ins Spiel kommt, macht er einer Kreatur oder einem Planeswalker so viel Schaden, wie ich Goblins kontrolliere. Er selber zählt sich natürlich auch. Dann zwei Goblin Piledriver. Ein beliebiges, ein rotes, hat Schutz vor Blau. 1-2. Und immer wenn er angreift, bekommt er +2/+0 bis zum Ende des Zuges für jeden anderen Goblin, der mit ihm angreift. Dann spiele ich drei Mog War Marshal. Der ist, kostet ein beliebiges, ein rotes, ist 1-1. Wenn er ins Spiel kommt, bekomme ich noch einen 1-1er roten Goblin Token. Und zu Beginn von meinem nächsten Abgib muss ich die Echo-Kosten bezahlen oder ihn opfern. Aber wenn er stirbt, bekomme ich auch ein 1-1er Goblin Token. Man lässt ihn eigentlich immer sterben. Ganz cool mit dem Skirk Prospector. Dann spielt zwei Goblin Crater Maker. Ein beliebiges, ein rotes. 2-2, ich kann ihn opfern und entweder einer Kreatur zwei Schaden schießen oder ein farbloses Nonland Permanent zerstören. Also damit haucht man auch einen Emrakul cool weg. Im 3-Mana-Segment habe ich ein paar Shining Monk. Kostet zwei beliebige, ein rotes. 2-2. Immer wenn ein Goblin stirbt, darf ich einen Schaden an ihrem beliebiges Ziel schießen. Und für 4 Mana kann ich einen Goblin opfern und 2-1-1er Goblin Token erzeugen. Dann die wahrscheinlich beste Kreatur im Deck. Für 3 Mana die Goblin-Matrone. 1-1 lässt mich eine beliebige Goblin-Karte aus meinem Deck suchen. Dann haben wir für 3 Mana noch den Goblin-War-Chief. Ein beliebiges, zwei rote. Goblin-Sprüche kosten ein generisches weniger und alle meine Goblins haben Haste. Dann einen Goblin-Chief-Dane. Der hat selber Haste. Und alle Goblins, die ich kontrolliere, kriegen +1/+1 und haben Eile. Dann habe ich einen Gempheim-Incinator. Der kostet 3 Mana, ist 2-1. Man castet den aber eigentlich nie. Man zeigt den nämlich für 1 Mana und ein rotes. Dann schießt er auch so viel Schaden an eine Kreatur, wie ich Goblins kontrolliere. Und ich darf eine Karte ziehen. Ist eine aktivierte Fähigkeit, ja. Dann habe ich im 4-Mana-Segment 2 Sling Gang Leutnant. Die einzig rein schwarze Karte im Deck. Kostet 3 beliebige, ein schwarzes. Wenn er ins Spiel kommt, bekomme ich 2 1-1er rote Goblin-Kreaturtoken. Und dann hat er die aktivierte Fähigkeit, dass ich einen Goblin opfern kann. Und mein Gegner und ich drain für 1. Also er verliert ein Leben, ich bekomme 1. Einer meiner Finisher-Goblins. Der hat jetzt so ein bisschen den Dank Modern Masters den Siege Gang Commander abgelöst, weil der kostet einfach 1 Mana mehr. Hat dafür zwar 3 Token gebracht, aber man hatte auch eine aktivierte Fähigkeit, die allerdings Mana kostete. Dann spiele ich 3 Goblin Ringleader. Kostet 4 Mana, ist 2-2, hat Eile. Wenn er ins Spiel kommt, decke ich die obersten 4 Karten meiner Bibliothek auf und darf davon alle Goblin-Karten auf meine Hand nehmen. So, dann habe ich noch für 4 Mana den Goblin Trashmaster. Der hat auch einen Lord-Effekt, gibt allen meinen Goblins, die ich kontrolliere, +1/+1. Und ich kann einen Goblin opfern und ein Artefakt zerstören. Und dann haben wir für 6 Mana den neuen Chef im Ring. Muxus, 4 Mana. Immer wenn er angreift, kriegt er +1/+1 bis zum Ende des Zuges für jeden anderen Goblin, den ich kontrolliere. Und wenn er ins Spiel kommt, decke ich die obersten 6 Karten meiner Bibliothek auf und bringe alle Goblins mit Converted Mana Kosten von 5 oder weniger ins Spiel. Die beiden sind auch der Grund, warum man nur noch 4 Ringleader spielt. 3 Ringleader spielt. So, das war das Hauptdeck. So, kommen wir zum Sideboard. Da spiele ich ein Tarfire. Ist ein Tribal Instant Goblin, also ich kann den auch mit der Matrone mir suchen. Der macht einem Spieler oder einer Kreatur 2 Schaden. Einfach als Removal, um nervige Blocker abzuräumen. Dann spiele ich eine Pyrokinese. 6 Mana, quasi der rote Force. Ich kann aber eine rote Karte aus meiner Hand entfernen und brauche die Mana-Kosten nicht bezahlen. Kann 4 Schaden an Kreaturen schießen, die ich aber auch noch beliebig verteilen kann. Manche Karten werden immer noch voll in den Deck bleiben, die gehört dazu. Dann spiele ich 2 Leyline of the Void als Graveyard Hate. Combo-Matchups gehören zu unseren schlechteren Matchups. Vor allem Reanimator, einfach um da irgendwelche Antworten gegen zu haben. 2 Leyline. Weiter geht's mit dem Graveyard Hate. Ein Relic of Progenitus.
Dann noch eine Surgical Extraction. Dann spiele ich ein Caracas im Sideboard. Einfach um legendäre, nervige Kreaturen bouncen zu können. Oder auch mal die eigene zu schützen. Ne? Muxus kann damit geschützt werden. Und wieder gespielt. Dann spiele ich eine Mindbreak Trap. Einfach gegen das Storm Matchup in erster Linie. Oder Dinge wie Doomsday. Dann spiele ich zwei Red Elemental Blast. Die bleiben auch immer non-foil. Für ein rotes Mana kann ich einen blauen Spell countern. Oder ein blaues Permanent zerstören. Marc hat mich darauf hingewiesen, dass ich sagen soll, dass ich zwei davon spiele. Die spiele ich einfach nur, weil ich zwei aus Beta habe. Eigentlich spielt man zweimal den Pyro Blast. Den spiele ich halt nur einmal. Macht fast dasselbe. Dann spiele ich eine PV Needle. Einfach um nervige aktivierte Fähigkeiten abzuschalten. Ein Goblin Chainwirler, der kostet 3 Mana, 3-3, hat First Strike. Wenn er ins Spiel kommt, schießt er jeder gegnerischen Kreatur und jedem Gegner einen Schaden. Ist halt gegen andere Kreaturen-Matchups, à la Death in Texas, Elfen oder auch fürs Mirror. Und dann spiele ich nur zwei Shells of the Void, einfach auch um das Combo-Matchup irgendwie gewimpert zu machen. Ja, warum spiele ich das Deck? Der Ursprungsgrund ist eigentlich ein ganz banaler. Ich spiele auch Death in Texas, ich hatte dadurch schon die Wastelands, die Ports, die Aetherfiolen, was ja im Prinzip das teuerste an dem Deck ist, wenn man erst Mono-Rot spielt, wie ich es am Anfang getan habe. Dann der zweite Grund war für mich, ich liebe alte Karten, ich liebe alte Foils. Da hat das Deck nun mal jede Menge von. Und es ist einfach Magic, ja, in einem ganz klassischen Sinn. Man spielt nur Kreaturen, man hat keine verrückte Kombo da drin, sondern man legt Kreaturen und gewinnt über den klassischen Kampf. Ich habe im Internet mal einen schönen Spruch noch von dem Deck gelesen, easy to play, hard to master. Was tatsächlich richtig ist, viele denken immer, das Deck wäre leicht zu spielen, aber es hat deutlich mehr Interaktion, als man denkt. Viele Entscheidungen, die man treffen muss. Wie Burn, sagst du? Ja, genau. Die einfach auch das Spiel entscheiden können. Das wollen wir noch hoffen, dass Wizards mir noch einen Wunsch erfüllt und in diesem Time Spiral Remastered nicht nur die Shellys in Oldballer bringt, sondern auch noch eine Aether-Fiole. Dann wäre ich wieder ein Stück glücklicher. Danke fürs Zugucken. Wenn ihr Fragen haben solltet, könnt ihr die gerne in den Kommentaren stellen. Eventuell lese ich die auch. Bis zum nächsten Mal. Euer Patrick. Ciao, ciao.